zusammen. Ich bin heute wieder mal in einem wirklich ganz wunderbaren Habitat und ich möchte euch heute gern den Kreuzenzian-Ameisenbläuling Fengaris alcon vorstellen. Das ist jetzt auch mein erstes Mal, meine erste Begegnung mit der Art. Deswegen kann ich auch nur so ein bisschen Literaturangaben wiedergeben. Aber ich kann es euch auf jeden Fall mal zeigen, wie man die Art nachweisen kann, weil das sieht man hier sehr schön. Und das möchte ich eigentlich auch tun. Grundsätzlich vielleicht zur Art erstmal, der Kreuzenzian-Ameisenbläuling ist lange Zeit nicht oder wurde unterschieden vom Lungenenzian-Ameisenbläuling. Also es gab zwei verschiedene Arten, Fengaris alcon und Rebeli. Und jetzt zuletzt hat man die Arten zusammengeschlossen und eine einzige Art daraus gemacht. Und die haben jeweils aber andere Habitatansprüche. Das heißt, der Lungenenzian-Ameisenbläuling, der kommt eher in feuchten Gebieten, anmoorigen Gebieten vor, geht dort auf Lungenenzian, wohingegen der Kreuzenzian-Ameisenbläuling, also eben Alcon, den ich euch heute vorstellen möchte, auf Kalkmaggerrasen und Trockenrasen vorkommt. Und wir sehen es auch hier schon, es ist ein sehr sonnenexponiertes Gebiet, also wir schauen hier Richtung Süden, es ist sehr heiß. Wir haben wirklich einen ganz mageren Standort. Das ist ein sehr, sehr trockener, kalkiger Standort. Also wir sehen es hier am Wegrand, die offenen Böschungen, wo die Sonne reflektiert wird. Und hier zieht sich eben ein Weg durch, der wirklich wunderschön blütenreich ist, wo auch schon viel entlang fliegt. Und ja, das ist das Habitat im Endeffekt. Und mir geht es jetzt um den Kreuzenzian, der hier immer wieder auf den Weg zu finden ist. Also der braucht zum Keimen offene Bodenstellen. Das gibt es eben leider nicht so oft, wird häufig vielleicht durch Viehtritt verursacht. Und das ist daher auch bei der Bewirtschaftung zu beachten, dass man eben immer so offene Wegstellen oder offene Stellen auf jeden Fall auf der Wiese erzeugt. Ansonsten kann der Enzian nicht keimen. So wie vielleicht zum Hintergrund. Und jetzt schauen wir es uns mal an. Und zwar möchte ich mir gerne mal einen Blick auf diesen Enzian werfen. Das ist der Kreuzenzian. Und wie man die Art nachweisen kann, ist im Endeffekt ganz einfach. Man schaut in die Blattrosetten und die Quirle hinein. Und wir sehen jetzt hier schon diese zwei kleinen weißen Eier. Und das sind Eier vom Kreuzenzian-Ameisenbläuling, Fengaris alcon. Normalerweise sind sie sehr häufig, also nicht die Art ist extrem selten, aber die Eier sind sehr häufig, beziehungsweise es werden immer sehr viele Eier pro Pflanze gelegt. Das ist jetzt hier eher nicht der Fall, also wir sehen immer vereinzelt ein paar Eier. Hier habe ich auch mal wieder eins. Also ist im Endeffekt jede Pflanze belegt, die wir hier sehen, aber immer nur so ein, zwei Eier. Das ist nicht ganz so typisch, aber es sind eben sehr viele Pflanzen hier auf diesem Weg. Also wir sehen sie überall, diese ganz kleinen Pflänzchen, da sind überall ein, zwei Eier, die man da sehen kann. Und da kommt dann schon einiges zusammen. Also wirklich sind überall diese kleinen Pflanzen hier drin verteilt. Und dadurch gibt es auch einige Eier. Und das ist vom Standort her wirklich sehr, sehr trocken, warm. Also eigentlich ein perfekter Standort für viele Arten. Und wir sehen es auch, hier fliegt schon einiges rum. Die Pflanzen profitieren davon, weil es so ein magerer Standort ist. Wir sehen hier Polyematus damon, der hier durchfliegt. Also wirklich sehr artenreich und sehr, sehr schöne Arten. Das wollte ich euch nur mal zeigen. So viel zum Kreuzenzian-Ameisenbläuling. Dann könnt ihr nochmal das Habitat genießen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht nur als sehr kurze Ergänzung. Ich habe ja gerade eben noch gemeint, dass das eher untypisch ist, dass die Eier einzeln gelegt werden. Und ich bin jetzt hier mal noch ein paar Meter weiter in die Richtung gelaufen, wo es ein bisschen beschatteter ist, nicht ganz so trocken heiß. Und hier sehen wir jetzt ein typisches Beispiel. Also wirklich, wenn wir in diese Rosette hier reinschauen, sehen wir Dutzende Eier. Und das ist mit allen Pflanzen hier im Endeffekt der Fall, die hier stehen. Also ihr seht diese kleinen weißen Pünktchen, das sind alles Eier vom Kreuzenzian-Ameisenbläuling. Also da kommen wirklich sehr, sehr, sehr viele zusammen. Genau, das nur als kleiner Nachschub. Also so kann es dann aussehen.
Und ja, genau. Vielleicht noch mal kurz etwas zum Namen. Der eine oder andere wird sich ja vielleicht gefragt haben, warum heißt der jetzt Ameisenbläuling? Das ist ganz typisch. Es gibt viele Arten oder einige Arten bei uns, die Ameisenbläulinge heißen. Das sind meistens die Fengaris oder Macolinea-Arten, ehemals Macolinea. Und die haben alle ein was gemeinsam, und zwar die Raupen, jetzt zum Beispiel bei den Kreuzenzian, die fressen erst einmal an den Blüten. Aber nicht ihr Leben lang. Also bei den meisten Raupen ist es ja so, sie sitzen an der Pflanze, fressen an der Pflanze und verpuppen sich irgendwann und es wird ein Schmetterling draus. Bei den Ameisenbläulingen ist es unterschiedlich oder anders. Und zwar fressen sie eben, wie gesagt, erstmal an den Blüten, deswegen werden auch die Eier an den Blüten abgelegt. Und dann aber vom Winter im Herbst hören die Raupen auf zu fressen. Und dann lassen sie sich fallen auf den Boden und wir sehen es hier schon teilweise, also hier laufen immer mal wieder auf diesen kargen Stellen Ameisen entlang. Und die Raupen, wenn dann letztendlich sich zu Boden fallen lassen, die werden von Ameisen aufgesammelt. Und normalerweise ist die Reaktion ja so, dass die Ameisen auf die Art- und Abwehrverhalten reagieren und sie vielleicht fressen wollen sogar, als Futter ansehen. Bei den Ameisenbläulingen ist es eben nicht der Fall. Die haben einen ganz ausgeklügelten Mechanismus. Sie geben teilweise ja Geruchsstoffe ab, die den Ameisen suggerieren, ich gehöre zu euch. Teilweise auch mit Zuckertropfen, also eine Art Belohnung ist da häufig im Spiel. Das heißt, die Ameisen können den Zuckertropfen aufnehmen und haben da was davon. Und teilweise geben die Raupen auch Töne von sich. Also wir können es nicht hören, aber auch die Ameisen kommunizieren mit Tönen, mit Geräuschen. Und die imitieren die sehr gut, die Raupen. Und damit denken die Ameisen im Endeffekt, sie haben eine weitere Ameise vor sich und schaffen sie ins Nest. Das heißt, die kommen, packen die Raupe und schaffen sie ins Nest, weil sie eben denken, das ist eine von ihnen. Und im Nest dann wiederum wird die Larve gefüttert, also die Raupe. Die Ameisen denken, das ist eine eigene Ameisenlarve und füttern dann damit die Raupe den Winter über durch und die Raupe wird schön groß und fett. Teilweise bei den Ameisenbläulingen ist es auch so, sie ernährt sich im Bau der Ameisen von den anderen Ameisenlarven, also lebt räuberisch dann. Das ist auch was ganz Besonderes. Ja, und so wächst sie dann im Bau der Ameisen heran, bis sie sich dann dort verpuppt und letztendlich dann im nächsten Jahr den Falter ergibt, der dann relativ schnell aus dem Nest wieder raus ja, fliehen muss im Endeffekt, weil der hat dann nicht mehr diese Geruchsstoffe und kann nicht mehr mit den Ameisen so kommunizieren. Das heißt, das ist dann schon eher eine Gefahr für den Falter dann. Aber bis dahin ist er sehr gut getarnt. Und was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass jede Ameisenbläulingsart eine eigene Ameisenart hat, die sie bevorzugt. Also es ist nicht jede Ameisenart geeignet, die Raupen aufzunehmen. Sondern jetzt zum Beispiel beim Kreuzenzian ist es beispielsweise Myrmica sacculeti, beziehungsweise es gibt noch ein, zwei andere Arten, die auch in Frage kommen können, bei denen die Erfolgsquote teilweise auch relativ hoch ist. Bei anderen Ameisenbläulingsarten sind es andere Ameisenarten dann wieder, die diese Raupen akzeptieren. Also Myrmica vor allen Dingen, Myrmica rubra dann, wenn wir an die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge denken, den dunklen vor allen Dingen. Und so hat jede Ameisenbläulingsart ihre ganz spezifische Ameisenart. Und das ist ein extrem komplexes Gefüge im Endeffekt, was von mehreren Faktoren abhängig ist. Das heißt, es kann gut sein, dass jetzt dieser Enzian gut vorkommt auf der Wiese. Allerdings die Ameise nicht. Und dadurch hat dann auch der Falter keine Chance. Und also es braucht immer diese beiden Sachen. Es braucht diese Futterpflanze sowohl als auch die Ameisenart. Und nur dann kann das Gefüge funktionieren und dann kann die Ameisenbläulingsart überhaupt bestehen. Das nur als kleinen Exkurs zur Lebensweise und auch den Namen der Ameisenbläulinge.